So, das war ja doch ein schöner Ausflug in die Hölle. Und wir haben, glaube ich, in der Hölle noch einiges wieder vergessen, was ich da in die Truhe gepackt hatte. Ja, das wollen wir uns doch gleich nochmal wieder zurückholen. Das ist eine der nächsten Maßnahmen. Auf jeden Fall die Station etwas zu verbreiten. Ist jetzt nicht so wichtig, weil ich anscheinend weiß automatisch, wo ich auszusteigen habe. Erde, ja. Na gut, Erde haben wir oben auch genug. Feuerstein. Eier. Ah, okay. Na, das haben wir uns doch fast gedacht, ne? Kommst du mit? Willst du mich wieder besuchen hier? Ein Kollege von dir war schon mal da. Kannst du die Treppe runtergehen, oder wie ist das? Ha? Geht das? Kannst du eine Treppe umlaufen? Unterrennen meine ich hier, so eine Leiter, wollte ich sagen. Pass auf, komm hier. Ich weiß nicht, ob er das kann. Aber mir ist das egal. Wir fahren jetzt erstmal. Upsa. Bleibst du halt da oben. Zu spät, der Zug ist abgefahren. So, diesen Tunnel müssen wir natürlich dann noch neu machen. Ich hatte ja gesagt, dass wir alles mit Sandstein machen wollten. Oder ich wollte alles mit Sandstein machen. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte zum dahin. Ich dachte, jetzt da steht einer. Das ist aber nur dieses dunkle Holz. Dann bauen wir hier mal an der Station weiter. Ach so, ja. Das sind wieder die... Ach, okay. Ja, ja. Ich habe das schon in diversen Kopien... In diversen Kopien habe ich hier schon... Achso, ich wollte mir ja... Richtig... Ich wollte mir ja... Die Diamanthacke holen. Die Spitze. Denn das geht ja ratzfatz dann. Und gefällt mir dann schon etwas besser. Hier diesen Weg könnten wir auch mal schön ausbauen. Wir könnten noch einiges kleinigen. Wo ist meine Diamanthacke? Da. Naja, viel ist da nicht mehr von übrig. Aber ich glaube, das reicht erstmal. Wieder zurück. Immer irgendwie die Meinung, da sind so Grafikfehler drin. Wenn ich hier runterkomme. Ne, jetzt nicht, der Vorführeffekt. Aber der andere Grafikfehler war ja hier irgendwo. Wenn man hier lang geht, dass dann plötzlich alles da. Da verschwindet der ganze Berg und da ist er wieder.
Warum auch immer, keine Ahnung. So, da bauen wir mal weiter hier die Treppe. Und die Station. Ja, das geht auch wesentlich angenehmer hier zu kloppen. Und wir müssen natürlich alles gut ausleuchten, ist klar. Da haben wir schon. Wie hoch wir das jetzt machen, weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann mal sehen. Auf jeden Fall versuche ich mal, dass wir heute hier die nochmal wieder eine Nummer aufschreiben, dass wir heute diese Station hier fertig bekommen. Ich bezweifle allerdings, dass wir das schaffen. So, dann muss ich mal in den Servicegang und die Eisenbahnstrecke mir nochmal angucken. Die kommt also dann hier entlang. Wie dunkel ist denn das hier? Moment, mal gucken. War das F3? Ja. 4 nur. Okay, da können also genug. Diese BL. Ihr seht ja in der zweituntersten Zeile, da steht einmal Extreme Hills, welchen Bereich wir sind hier, welchen Biom, und dann BL ist die Lichtstärke. Wobei ich glaube, dann SL Sonnenlicht ist und RL ist dann nicht Real Life, sondern so bei einem bestimmten. Ja, man sieht es auch hier, dass es hier dunkler ist. Da kann man also schön sehen, ob man alles gut ausgeleuchtet hat. So, dann machen wir hier mal unseren Weg. In einer Kopie habe ich mir gemerkt, dass ich hier irgendwo lang muss. Auf dieser Höhe. Und wir werden natürlich wieder gut ausleuchten. Ich mache aber mal F3 weg. Das irritiert ja dann doch ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, wieso kriege ich keine Erfahrungspunkte? Aber ich kriege sie nicht jedes Mal. So, da sind wir. Okay, dieser Tunnel wird dann 3 breit. Wie überhaupt alle Tunnel 3 breit werden. So, und wir werden zunächst mal dann nur dieses Gleis hier bauen. Ich habe in der Kopie habe ich schon etliches gebaut an Gleisen hier drin. Aber wir wollen erstmal nur dieses Gleis bauen. Bis hier. So, hier gehen wir noch ein bisschen weiter, damit wir dann hier so eine Art Prellbock haben am Schluss. So, dann ist hier die Treppe. Das heißt, dann brauchen wir einen Bahnsteig. Wie sich das ja gehört. Bahnsteig. Und ich werde dann diese Station natürlich auch nach dem Muster von Iruini machen. Ist klar. Wo sind wir jetzt hier? Ah. Könnten Monster kommen. Machen wir mal überall Licht hin. Diese dunkle Höhle hier. Das haben wir so ausgetrickst. Die waren noch nicht gespawnt. Sehr gut. Hier tun wir auch nochmal Licht hin. Und da auch erstmal. So, das ist also ein Bahngleis. Ein Bahnsteig, wollte ich sagen. Und dann machen wir hier die Eisenbahn hier entlang. Tanzende Kies.
einen richtig hebelig, dieser tanzende Kies. Ach, jetzt habe ich gar nicht meine Datei geöffnet, in der ich immer drin stehen habe, was ich erzählen wollte. Ja, gibt ja auch nicht so viel zu erzählen, oder? Jemand hat gesagt, ich wäre 1000, was weiß ich, also Millionen mal besser als Gronkh, oder er hat eine XY-hoch-XY-stellige Zahl da reingeschrieben. Naja, das kann man sowieso nicht vergleichen. Ich bin nicht besser als Gronkh oder schlechter, sondern nur anders. Und dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Mir gefallen auch manche nicht und manche gefallen mir. Also das ist ja ganz verschieden und das ist ja auch gut so. Stellt euch mal vor, wir hätten alle den gleichen Geschmack. Ja. Wir hätten alle den gleichen Geschmack. Ich meine, beim Essen ist das ja wurscht. Wenn jetzt alle gern Tomatensuppe essen würden, da würden sich die Tomatensuppehersteller freuen. Aber ansonsten wäre das ja nicht so schlimm. Da werden natürlich die Gurkensuppenhersteller nicht so erfreut und die Nudelsuppenhersteller auch nicht, weil man da nichts von isst, sondern man isst nur diese komische Tomatensuppe, aber es wird ja nichts machen. Aber stellt euch mal vor, wir hätten den gleichen Geschmack bei Frauen, ja. Wir hätten den gleichen Geschmack bei Frauen. Es gibt Frauen, die sehen für jeden hübsch aus. Und dann gibt es Frauen, die haben halt so ein bestimmtes Aussehen oder spezielles Aussehen, dass er halt nur für ganz bestimmte Leute. Jetzt ist schon dunkel. Oh, es ist schon dunkel. Hallo. Also mal schnell zurück. Ich glaube, ich muss mir hier mal den Wagen hierher holen. Wir können ja jetzt bis hier vor der Arbeit fahren. Das ist gut. Brot essen. Im Dunkeln zu arbeiten ist ja nicht so gesund. Ich hoffe, es ist noch nicht so lange dunkel, aber es sieht schon relativ dunkel aus. Schnell ins Bett legen. Und hoffen, dass das nicht allzu viel Schaden verursacht.